Wünsche in die Realität umsetzen ist die Herausforderung, an der alles scheitert oder zu einem großen Abenteuer wird, von Else Panek. Mit einem schönen Leuchtturm dahinter auf diesem Bild der Sprüche. Und das ist jetzt heute, hier und heute, unser Leitsatz. Was wünscht man sich? Welches Abenteuer hast du eventuell vor dir oder wünschst du dir? Vielleicht sehe ich ein, deine Wünsche, Träume und Ziele. Und ja, hiermit sage ich ein ganz herzliches Hallo und Willkommen auf meinem Kanal der Orakelnixe. Und diese Strandpromenade, die stetig wächst und gedeiht, sei es mit euch oder auch durch das eine oder andere Accessoire, das mir zuläuft. Ja, denn gezielt suche ich eigentlich gar nichts mehr. Ja, manches fällt einem einfach, wenn es fällig ist, zu. So heißt es ja auch. Ich würde sagen, wir versuchen mal heute ein Kraut und Rüben mit diesem kleinen Lenny-Deck aus den Niederlanden. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich versuche, immer wieder die Kartendecks auch nochmals gesondert anzusagen oder zu zeigen. Das ist das Lenormand-Orakel von dem Iris Verlag. Jetzt Neue Erde heißt es. Mit sehr schönen Sprüchlein drauf, die ich immer mal wieder auch gerne vorlese oder in Erinnerung bringe. Nicht alles, weil sonst werden die Legungen noch länger. So, wir fangen auch schon mal an mit der Herausforderung oder den Abenteuern, den Wünschen, den Zielen, den Träumen. Und wir lassen uns überraschen, wer denn hier und heute angesprochen werden darf. Ja, mein Abenteuer war ja letztens wieder auf meinem Kurztrip. Die eine oder andere Anekdote habe ich euch ja schon erzählt von meinen Erlebnissen, meine Geschichte, meine Stories, die für euch vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise berühren kann oder vielleicht auch neue Horizonte erwecken können oder kann. Ja, das ist auch mein Sinn für euch. Einfach mal euch selbst ein bisschen anzupuschen, um in eure eigene Story, eure eigene Abenteuerreise zu bekleiden oder eben auch anzustupsen. Ja, denn ich finde, vorgefertigte Orakel, ja, sind mal interessant und spannend, aber ja, ich will keinem zu nahe treten und ich will auch gar nichts bewerten, aber wenn ich Gedanken von jemand anderen abfrage, kann man machen, hin und wieder oder ab und zu. Allerdings, wenn es derjenige nicht verraten will, was nützt es mir? Und wenn man dann was vorfertigt, dann darf man auch für sich so viel Abstand gewinnen, um zu reflektieren, ist es wirklich die Legung, kann es wirklich auf mich oder mein Gegenüberlein zutreffen oder auch nicht. Denn wenn das, was man da aufnimmt als Nahrung, nenne ich es immer wieder, Nahrung auch mit den Augen, mit den Ohren, was wir hören, nicht nur das, was durch den Mund in uns gelangt, das manipuliert uns auch oft unterschwellig. Und es kann auch zu einer Manifestation beitragen. Also es ist wirklich so, da darf man gut und gerne reflektieren, kann es sein oder ist es nicht. Ansonsten eher Abstand halten und sagen, wow, schöne Legung, gut erklärt, hätte ich auch so erkannt oder anders, aber trifft auf mich in dem Fall nicht zu. Also wer dies kann, der ist auf einem guten Level, sage ich jetzt mal. So, Abenteuer, was los? Komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise und auf die eigene Art und Weise. So, was los hier? Das kann doch noch nicht alles sein, Universum. Ja, komm, let's go. Die Community wartet. Da, 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 da. Ach, irgendwas wollte ich noch erzählen von meinem Kurztrip. Oh, da gab es wieder so viele spannende Sachen und da weiß ich mal gar nicht, was ich zuerst erzählen soll. Ja, die Steinmännchen. Der Impuls, dass ich auf zwei Steinen aufbauen soll. Und im Nachhinein zu Hause habe ich geguckt, wie eigentlich diese Steintürmchen heißen. Die heißen Steinmännchen. Jetzt wusste ich auch, warum ich zwei Füße hingestellt habe. Ein männliches Bein und ein weibliches Bein. Das war gleich meine Intuition. Und es ist oft so, ich kriege einen Impuls, eine Intuition, mache etwas und im Nachhinein kommen mir dann die Infos zu, entweder durch Menschen oder durch irgendwas Gelesenes oder Nachrichten oder Gesprochenes und denke, ja klar, im Nachhinein macht alles einen Sinn, warum ich es denn damals so gemacht habe oder eben auch bleiben lassen habe. Ja, solche Impulse sind immer wieder nett, im Nachhinein zu reflektieren, was aber nicht heißt, dass wir in der Vergangenheit leben sollen, im Gegenteil. Sondern im Hier und Jetzt,
ganz, ganz wichtig, denn wir haben hier auch irdische Dinge, die wir bereinigen dürfen, leben dürfen und auch Grenzen aufzeigen und ablehnen dürfen, wenn es uns nicht dem Wohle ergehend dienlich ist. So. So, also gar nicht so viel haben wir hier und heute. Okay, let's go. Nichts mehr. Okay, wir haben am Unterdeck. Aha, den Fuchs. Den habe ich unterwegs auch gesehen. Eigentlich wollte ich noch ein Fuchsfoto mal erhaschen. Aber bis ich da wieder umgedreht hätte, da wäre er weg gewesen. Wirklich ein schönes Tierchen. Ein Fuchs ist ein schönes, schlaues, intelligentes, intellektuelles, auch wissensbegieriges Tierchen. Ist ein Überlebenskünstler, denn wir denken dran, Füchse leben im Wald, in der Stadt, in der Wüste, die Wüstenfüchse, dann gibt es die Polarfüchse, die Weißen. Ja, also die können so ziemlich auf jedem Kontinent leben, je nach Rasse und Anpassung. Ja, vielleicht hast jetzt du auch keine Lust mehr, dich irgendwo anzupassen, denn du möchtest dein Freigeistleben, sagen wir jetzt mal, deine kreative, künstlerische Ader. Vielleicht steckt irgendwo in dir noch ein Hobby, ein Interesse, eine Berufung, die du bisher noch nicht erlebt hast oder ausgelebt hast, aber schon so weit bist, dass du weißt, jawohl, das ist genau mein Ding. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wie ich die Stellschrauben drehen soll. Denn es ist eine Herausforderung. Es kann scheitern oder es kann von Erfolg sein. Auf jeden Fall ist es ein großes Abenteuer, das es anzunehmen und auszuleben gilt. Ja, Gänsehaut, genau. Jetzt kommt mir noch eine Anekdote rein, weil ich hier ja so eine kleine Wunde habe. Ja, das war ein Stich oder war auch wie ein Muttermal drin, war aber so ein bisschen erhaben. Und ich bin immer so jemand, der sich immer so selbst ein bisschen repariert. Ich habe das versucht dann wegzuknibbeln. Ja, dann hat es halt ein größeres Loch gegeben, ist ja normal, ne? Ja, ich bin halt so, ich bin mein eigener Operateur, soweit es geht, und Heiler. Und ja, wie ich so die Kruste dann unterwegs mal wieder weggemacht habe, weil es einfach gejuckt hat und es sah aus, wie wenn es schon verheilt ist, mache ich es weg und es fängt an zu bluten. Und das nicht zu knapp, ja, ist immer gut durchblutet hier, ne? Und ich war gerade auf dem Weg zu einem kleinen See und da war so eine Marienstatue, ja, man kennt es ja auf den Pilgerwegen, die hinter in so Hütchen drin sind, mit hinter so Gittern, dass man eben nichts kaputt macht. Und wie ich da so vorbeilaufe und es so ein bisschen hier, ja, versuche zu stoppen, habe ich echt noch überlegt, ob ich noch mein kleines Pflästerchen to go raushole von meinem Mini-Verbandskasten, den ich meistens, wenn ich es nicht vergesse, oder nicht für wichtig erachte, so sagen wir es jetzt mal, vergessen ist es eigentlich nicht, ob ich es noch rauskrame aus meinem Rucksack. Und wie ich zu der Marienstatue hingehe, sehe ich, es ist keine typische Statue, sondern es sind aus Steinen die Maria und das Kindlein. Also ich denke mal, es ist so dargestellt gewesen. Also ich habe mit den kirchlichen Monumenten nicht mehr so viel am Hut, muss ich sagen. Ich habe da ein bisschen Abstand gewonnen, ohne irgendwie was zu bewerten. Aber ich kann mich damit nicht identifizieren. Und diese Maria mit dem Kind war aus Naturstein, mit blauen Steinchen. Und also wirklich aus der Natur genommen und als diese beiden, also eine Frau und ein Kind, ein Baby, angezeigt. Und wie ich das so angucke, sage, wow, ist das ja mal eine coole Idee. Nicht alles noch extra irgendwie Materialien zu verwenden und Ressourcen, sondern wirklich aus der Natur das darstellen, wie die Steinmännchen, die ich zuvor ja auch schon gesehen habe und selbst aufgebaut habe, nachdem ich eins bzw. mein böser Schirm umgeschmissen hat und ich mein eigenes Männchen kreiert habe. Jetzt blablabla, wieder sortieren. Könnt ihr übrigens in den Shorties anschauen. Ja, und wie ich die Marienstatue so angucke und schaue auf meinen Arm, hat urplötzlich aus dem Nichts die Wunde aufgehört zu bluten. Wie wenn nichts wäre. Also war so schnell eine Haut oder eine Kruste drüber. Ich habe nicht drauf gedrückt, nichts. Ich habe nur kurz weggeguckt. Dachte ich, okay, ich hole jetzt gleich mein Pflaster raus, wenn es jetzt nicht aufhört. Schau die Marienstatue an, schau drauf. Und es war weg. Es hat gestoppt. Es ist echt kein Witz. Manchmal überlege ich mir echt 24/7 eine GoPro auf den Kopf zu schnallen, dass ihr solche Dinge auch mitbekommt. Das ist echt der helle Wahnsinn. Genauso wie die Geschichte mit dem Hund, der mir einen Defekt an meinem Auto angezeigt hat.
Ja, vermutlich ist es so, dass eine bestimmte Flüssigkeit ausgetreten ist, die dieser Hund liebt. So hat man mir es zugetragen. Das habe ich bislang noch nicht gehört. Kann natürlich aber sein. Auf jeden Fall hat derjenige mir einen Defekt angezeigt. Seht ihr in den Videos. Ja, neulich, schaut es einfach an. Herz zu verschenken heißt es, glaube ich. Und da ist die Geschichte auch nochmal erzählt. Okay, wir legen los. Kraut und Rüben. Wir haben die Herausforderung, die Realität und große Abenteuer. Dann legen wir doch mal los. Ich würde sagen, ich decke jetzt mal alles auf, weil es ist ja ein relativ kleiner, bunter Haufen. Deshalb doch recht überschaubar. Oh, da macht jemand einen Abschnitt oder verkürzt einen Weg. Nimmt vielleicht nicht einen Umweg, sondern möchte jetzt vielleicht die Abkürzung nehmen. Aber Vorsicht bei Abkürzungen, ja, dass man nicht irgendwo vorm Abgrund steht. So wie ich neulich auf einem großen Wasserfall, der derzeit ein bisschen ausgetrocknet war, komischerweise, weil drumherum war es überall feucht. Viele hatten ganz, ganz viel Wasser, auch Seen hatten viel weniger Strand, wie ich es kannte, weil sie schon fast überflutet waren. Aber eine Kaskade, also ein Wasserfall, war fast ausgetrocknet. Da stand ich oben, habe runtergeguckt und ja, im Nachhinein kommt mir, wenn du am Abgrund stehst, schau nicht runter, sondern schau in die Ferne, weil dann hast du den besten Ausblick, besser als vielleicht andere, die im Inland sitzen, wohnen, schauen und ja, vielleicht auf die Mauer schauen oder auf den Wald und sonst nichts sehen. Also wenn du am Abgrund stehst, wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo her der Horizont her. Und das ist doch ein ganz schöner Spruch. Aha, habe ich soeben zusammengereimt. Ja, so soll es sein. Also, was ist hier vielleicht auch falsch gelaufen, schief gelaufen, falsche Menschen, falsche Fährten? Ja, manchmal verlauft man sich auch etwas. Gibt es auch ein schönes Lied von der Sophia, auch auf YouTube zu finden? Ich guck mal, ob ich es in Playlist reinpacke. Die hat zurzeit sehr viele gute neue Lieder gemacht. Ich weiß jetzt aber den Titel noch nicht auswendig. Auf jeden Fall geht es da auch um alle sogenannten Verlierer und Sieger. Und überall gibt es einer, der gerade aufsteht und einer wieder hinfällt. Ja, so ist eben die Balance zwischen Ebbe und Flut, Tag und Nacht, Geben und Empfangen. Ja, okay, wenn wir schon hier mit der Schlange angefangen haben und mit der Sense, heißt es hier eben etwas ab. Kürzen oder abschneiden, etwas unwichtiger werden lassen oder auch einen Abschnitt machen, zelebrieren. Entweder es sind eben schlechte Gewohnheiten, schlechte Gedanken, schlechte Eigenschaften, vielleicht auch schlechte Gefühle. Man kann hinsehen, wie man sich wieder besser fühlt in etwas oder bei etwas oder jemanden. Man kann sein, dass man sich hier eben von einem oder anderen löst. Das könnte sein. Was steht denn da eigentlich von Sprüchlein drauf bei der Schlange? Die Schlange, Worte sind nur Schein. Ah, ja, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gelesen bei der Schlange. Was ist Lüge und was ist rein? Sie hintergeht uns hinter unserem Rücken. Pass auf, dieses Tier hat seine Tücken. Aha, da ist jemand vielleicht doch reingelegt worden. Manchmal ist die Schlange ja eine Damenenergie, muss aber nicht sein. Mit den Füchsen heißt es, man erkennt jetzt die falschen Menschen, also die Menschen, die es nicht gut mit einem meinen. Die Sense, die scharfe Sense schneidet, dass euer Weg sich scheidet. Die Trennung wird nicht lange dauern, doch acht auf Gefahren, die hier lauern. Ja, also jemand darf jetzt hier erkennen, wer es nicht gut mit einem meint oder wer vielleicht auch. Doch, es kann auch eine Heilerin sein, weil hier die Sense auf dem Kopf liegt. Kann auch sein, dass man vielleicht mit jemandem einen Cut gemacht hat, vielleicht mit dir oder du mit jemandem und denkst, oh Mist. Da bin ich irgendwie in der falschen Pferde aufgelaufen, vielleicht durch andere Menschen im Umfeld. Man lässt sich ja immer, wie gesagt, schon manipulieren, direkt oder indirekt etwas einpflanzen, warum diese Menschen schlecht sind oder jene, vielleicht ein bestimmter Berufsstatus, vielleicht ein bestimmter armer oder reicher Mensch oder eine bestimmte Statur oder ein bestimmtes Aussehen oder eine bestimmte Wortwahl oder bestimmte Dialekte oder so ähnlich. Ja? Und es kann auch sein, dass jemand denkt, oh, Backe, ich habe hier jemand Falsches abgeschnitten. Könnte sein. Oder aber jemand sagt so, Friedensenergie mit etwas, was mir nicht gut getan hat. Ich möchte diesen Menschen nicht mehr haben, aber wir gehen in Frieden quasi jetzt auseinander. Es soll also Ruhe herrschen, es soll in Heilung gehen. Insgesamt würde ich schon sagen, es ist hier eine heilende Energie. Egal, wie man sich hier für oder etwas oder gegen etwas entscheidet. Denn wir haben im Gegenpol hier auch die Wege. Eine Entscheidung ist hier richtig und wichtig, egal wohin es geht. Und wenn man sich vorher vielleicht auch auf einen anderen Weg begeben hat, im Nachhinein denkt, oh, Bagge,
der oder diejenige wäre es gewesen, dann kann man schauen, vielleicht kann man im Labyrinth wieder ein paar Schritte zurück und einen neuen Weg genauso ans Ziel nehmen. Also münzt es bitte um, auf wen oder was ihr hier schaut, ist eure Energie vielleicht auch von einem Gegenüberlein, das könnte sein. Also auf jeden Fall, Hauptenergie ist für mich hier die Heilung, egal wie man sich entscheidet, für wen oder gegen was. Ich habe hier einen älteren Menschen als Bären, männlich oder weiblich. Der oder diejenige ist hier im Herzensgefühl, beziehungsweise möchte wieder ins Herzensgefühl, denn es liegt auf dem Kopf. Ja, man kommuniziert hier etwas von Herzen, das kann auch durch Telepathie geschehen, denn wir hier haben hier auch die Vögel. Die Aufregung, Nervosität kann hier angezeigt sein. Eine Botschaft, hier kann auch eine traurige Botschaft sein, ja, weil hier haben wir auch den Sarg liegen, wenn auch auf dem Kopf. Die Vögel, der Vögelbotschaft bringt viel Trauer, doch ist sie nur von kurzer Dauer. Erst scheint alles nur ganz elend, doch ehe du es ahnst, kommt es zum End. Ja, es kommt jetzt eben drauf an, für wen oder was hat man sich entschieden oder gegen wen oder was. Vielleicht durfte man erstmal gegen jemand anderes sich entscheiden oder denjenigen außen vornehmen, um etwas in Heilung zu bringen. Wenn man selbst noch nicht in der Heilung war, nicht in der Stabilität, etwas im häuslichen Umfeld, das war letzte Zeit ganz oft, mit dem Haus und Baum und die Aufregung und Entscheidungen und Neuanfänge und Vertragsangelegenheiten oder Partnerschaft. Also bevor man hier eine neue Partnerschaft anfängt oder einen neuen Arbeitsvertrag, muss das alte ja erstmal gekündigt sein. Ja? Denn doppelte Anmeldung geht schlecht. Dann fängt schon an mit den Steuerklassen. Ja, das kennen wir ja alles. Ja? Wir haben Steuerklasse 1, dann können wir die 1 nicht nochmal belegen im Normalfall, sage ich jetzt mal. Ja, dann hat man Steuerklasse 6 oder was weiß ich, dann genau das Gegenteil. Ja? Und deshalb heißt es hier, ich kann nicht zwei Beziehungen auf einmal führen. Ich muss erstmal Altes loslassen. Ich muss einen alten Vertrag loslassen. Genauso, wenn ich was... ja gut, also mieten kann man ja vieles oder kaufen. Was können wir denn noch, was nur einfach geht? Also One Way, ich höre auf jeden Fall auch One Way Ticket. Jemand weiß ganz genau, ohne etwas komplett abzuschließen, im Innen wie im Außen, von Emotionen, von Gedanken, vielleicht auch Handynummern, da kommt so viele Impulse rein, ich kann es immer gar nicht so schnell wiedergeben, wegen dem verhaspel ich mich auch immer mal wieder. Beim Sarg, nehmen wir mal das Sprüchlein. Da ist nämlich ein ganz, ganz schönes Sprüchlein da drauf. Scheiden, das tut jedem weh, wenn das Alte von dir geht. Doch ums Neue zu empfangen, muss man mit leeren Händen langen, also reichen. Also man kann jetzt nicht, ich zeige es immer wieder, nehmen wir mal an, es ist ein alter Arbeitsvertrag, also ein aktueller Arbeitsvertrag oder noch eine aktuelle Verbindlichkeit, egal um was es sich dreht. Und man hat das Neue schon zum Greifen nah. Ja, dann kann man schon danach greifen, man kann schon sagen, okay, wir machen einen neuen Arbeitsvertrag zum 1. oder zum 15. blablabla, muss aber dahin natürlich erstmal die Kündigung aussprechen, sonst kann ich die gleiche Steuerklasse nicht übernehmen. Oder wie ist es bei den Schadensfreiheitsrabatten, ja, Autoversicherung, die kann man auch nur übernehmen auf ein anderes Auto oder übergeben den Kiddies oder so, wenn das Auto dann das alte abgemeldet ist, zum Beispiel. Jetzt gibt es ja auch andere Möglichkeiten, ja, sonst geht es nicht. Also man muss das alte loslassen, ganz loslassen, nicht so oder irgendwie, das sieht ja keiner, nee, weil die Energie merkt auch das neue Pendant, ja, also Altes komplett loslassen. Und hier steht nämlich lustigerweise auch noch langsamzeit.de drauf, ja, das war auch mal so eine Challenge im Norden oben, dass man den Stein mitnimmt und Fotos von unterwegs macht, wo denn die, ja, die Reise hinging. Neuer Impuls, Langsamzeit, ja, hier ging etwas langsam in Heilung, langsam voran. Der Bär ist ja, ja, er kann schnell springen, muss aber nicht, er tut sich selber nichts Gutes, wenn man die ganze Zeit rennt, sondern er ist eher gemächlich unterwegs, außer es brennt irgendwo. Deshalb heißt es, wenn ich mein goldenes Herz verschenken möchte oder von jemandem annehmen, dann heißt es, ja, es ist ganz schön wackelig, es kann auch runterfliegen, dann heißt es mit beiden Händen greifen, nämlich, das ist übrigens empfangen, eins zum Empfangen und das andere zum Schützen, also unsere Verbindung zu schützen oder eben auch den Arbeitsvertrag, dass es in trockenen Tüchern ist, so heißt es hier. Also, kurze Ausschweifung,
Auch hier mit dem Herz auf dem Kopf heißt es eben der Schutzfaktor. Also nicht einfach mal das Herz so rüberschmeißen, sondern wohlbedacht langsame Schritte gehen. Aber hier möchte jemand jetzt aus dem langsamen oder Stagnation oder einen Schritt vor, zwei wieder zurück rausgehen. Ja? Und jetzt kriege ich schon fast Schweißperlen auf die Stirn. Also da ist jetzt wirklich jemand gerade in Hitzewallung, habe ich so das Gefühl. Also in Heilung darf ja was gehen, auch etwas stabil aufzubauen, jedoch nicht im alten Kreis, nicht in der alten Umgebung, vielleicht nicht mal in der alten Wohnungssituation. Hier weiß jemand, da muss ich grundlegend was ändern, zumindest vielleicht das Haus reparieren, renovieren, wenn es darum geht, oder eben altes rausschmeißen, vielleicht auch alte Möbel. Also ich bin immer ein Freund davon oder ein Unfreund von Betten, wo schon jegliche andere drin geschlafen haben, zum Beispiel, wie soll ich sagen, gut, Hotels und so weiter sind jetzt auch nicht gerade mein Favorit, ja, da fühle ich mich auch nicht so wohl, ich habe gerade mein eigenes Bett unter meinem Hintern, und ich sehe es aber auch so bei neuen Partnerschaften, also ich kann irgendwie in Betten, wo schon andere Damen zum Beispiel sich drin gewälzt haben, das kann ich nicht, also das kann ich so sagen, es ekelt mich, also mindestens eine neue Matratze muss da drauf. Also das mag ich gar nicht. Vor allem eben im privaten Bereich, in meinem eigenen Spa-Bereich. Wenn ich dann mal irgendwo im Mobilheim bin oder so, ja, okay. Es ist nur vorübergehend, da kann man auch einen Schlafanzug anziehen, wenn es sein muss. Aber in meinen privaten Gemächern, da hätte ich gern mein eigenes Nestchen. Und ich finde es schön bei den Vögeln, dass hier oft auch, also nicht schön beim Vögel, oh Gott. Ich muss echt meine Worte langsam machen, sonst kommt hier noch vielleicht schlechte Gedanken auf oder komische Gedanken oder wie auch immer. Lustige Gedanken. Also wie bei manchen Vogelarten, da geht der Mann ein Nest bauen oder ein Nest aussuchen und die Dame kommt dann, um es zu inspizieren. Und wenn es passt, dann, ja, dann legt es die Eier rein, ja, kommt es so, ne, zur Befruchtung und pipapo und dann wird es der Nachwuchs aufgezogen. Das finde ich cool, wenn der Mann sich kümmert. Bei den Pinguinen gibt es doch auch mit den Steinen, ne, wo sie da irgendwie so ein Nest bauen. Das finde ich richtig cool. Der Mann bemüht sich, einen Schutzkreis zu ziehen, so wie ich es vorher gesagt habe, mit dem Herzchen. Herz empfangen, ja, und auch geben und zu schützen. Beide Herzen oder das Familiäre eben zu schützen, dass solche Energien nicht reinkommen, ja. Solche Energien dürfen draußen bleiben. Sie müssen draußen bleiben. Dann wird auch um das Haus nötigenfalls ein Zaun gebaut. Okay, also hier heißt es etwas loslassen. Hier ist man vielleicht falsch abgebogen. Das kann sein, dass jemand jetzt was revidieren will oder eben etwas erkennt, wo man auf der falschen Fährte war. Was haben wir denn unter dem Fuchs noch? Ja, das Wissenswerte, der Wissensschatz mit den Büchern und das Karma-Kreuz. Also hier gab es was zu lernen, nämlich wer oder was tut mir gut, welcher Weg ist gut und wer meint es gut mit mir und mit wem habe ich es vielleicht auch nicht so gut getrieben, sage ich jetzt mal. Ja. Vielleicht gibt es hier jemanden, den man weggestoßen hat, und dafür jemand anderen ins Feld gelassen hat und merkt, oh Mist, das war ja der Griff ins Klo. Das könnte sein, also durchaus möglich, weil es hier auch seitlich liegt. Also jemand kippt jetzt gerade zu einer anderen Seite. Okay. Das Abenteuerleben. Ja, man hat hier ein Abenteuer nicht annehmen wollen, vielleicht auch teilweise noch nicht können. Falscher Zeitpunkt, wenn man noch nicht kann, das kann möglich sein. Ja, ich habe noch ein anderes Sprüchlein hier auf dieser Seite. Und da heißt es, jetzt erst recht lautet die richtige Antwort auf jeden Fehlversuch von Bernd Winkel mit ein paar so Luftikus-Drachen drauf. Also, hier hat irgendjemand einen Fehltritt gemacht, ein Fauxpas, irgendetwas. Vielleicht von einem oder anderen Fremdgehen, aber ich habe hier keine Lilien drauf. Also ich denke nicht, dass hier Bettgeschichten sind. Vielleicht hat man mit einem oder anderen geschrieben im Internet, wenn man sich deiner Sache noch nicht sicher war. Oder vielleicht warst du es auch. Ne? Also immer Spiegelthemen auch ansehen. Das ist deine Legung oder auf jemanden, auf den man schaut. Hat vielleicht mit anderen geschrieben und denkt, boah, keine ist wie du. Keine kann dir den Kelch reichen. Weder in den Emotionen noch in den, in der Intellektualität oder in der emotionalen Reife oder auch in dem breit gefächerten Feld, wo du dich bewegst. Ja, du kennst dich vielleicht in ganz vielen Sparten sehr gut aus. Und diese Vielfalt, auch die Kreativität und dennoch die Stabilität, aber
Auch die Flexibilität, also du kannst hier sowohl als auch, du kannst stabil sein, du bist verantwortungsbewusst, aber du kannst genauso auch Abenteuer leben und lieben und auch machen und auch mitmachen und auch neue Ideen reinbringen. Und das erkennt jetzt jemand, dass so ein Charakter und so ein Mensch, so eine liebevolle und auch strong Soul, also eine feste Seele, derjenige nicht findet. Ja. Also du bist hier für jemand alles oder wirst alles sein und werden. Je nachdem, wo ihr euch befindet, ob ihr hier vielleicht schon jemand in eurem Umfeld habt oder noch an jemanden denkt oder vielleicht auch was ganz, ganz Neues auf euch zukommt. Das kann natürlich auch sein mit dem Kind, dass hier jemand in der Energie ist und denkt, okay, ich bin da mal wieder einer Fake Soul aufgesessen, also ein angeblicher Seelenpartner und es war aber nur eine karmische Aufgabe, ja, also nur in Anführungszeichen, es ist ja alles gut und dienlich für einen. Ja, was können wir denn hier noch dazu sagen? Ich würde sagen, wir nehmen mal noch ein paar Kipperkarten als Ergänzung dazu. Vielleicht bekommen wir hier noch ein paar Impulse, was denn hier die Abenteuerreise denn noch so parat hat. Oder wie es hier eben weitergehen könnte. Genau, fragen wir doch mal. Oh, ein Liebesglück. Oder eben die gute Zeit. Man vereint sich. Ja, ich habe hier auch die Vögel wieder nebendran, die Friedenstaube. Also, es kann wirklich sein, dass hier jemand auf dich persönlich zukommt. Sei jetzt jemand, den du schon kennst. Ja, das muss jetzt aber keine feste Verbindung sein. Ich sehe es auch nicht hier, dass es jetzt eine Ehe war oder irgendwie eine längere Partnerschaft. Also, länger wie jetzt 2 Monate oder so, also eher so oberflächliche Bekanntschaft. Da könnte sich jetzt wirklich was verfestigen. Wenn einer eine Reise tut, das beschäftigt jemanden auch. Also vielleicht bist du gereist, jemand ist ohne dich gereist oder du bist ohne jemanden gereist, ja. Aber man möchte hier nicht, dass du fortgehst, denn es liegt auf dem Kopf. Derjenige möchte nicht, dass du dich noch weiter von demjenigen entfernst. Und das nagt an jenem, ja, die Beschäftigung. Ich sehe hier auch die Karte, weil sie auf dem Kopf ist, dass jemand sich durch Beschäftigung abgelenkt hat jetzt. So, genau. Und das möchte man jetzt ändern. Es kann auch sein, weil ich es jetzt hier draufgelegt habe, auch zufälligerweise durch Intuition, dass hier jemand beschäftigt hat, noch abgelenkt hat mit Absicht, dass derjenige nicht frei ist für dich oder eben für jemanden oder jemand hat dich abgelenkt, dass du nicht frei bist für jemand anderen. Ja, weil im Unterdeck haben wir, liegt noch auf dem Kopf, die Ehestandskarte, also die Verbindlichkeit, sei es jetzt in Geschäftsdingen oder sei es jetzt eben in Partnerschaft oder auch Freundschaft. Also jemand hat hier vielleicht auch rumgegiftet, in Anführungszeichen, weil man hier das neue Glück oder das neue Commitment nicht demjenigen gönnt. Da muss man nicht mal etwas von dem Menschen noch selber wollen, also eine Partnerschaft, sondern einfach der Neid. Neid, Eifersucht, Missgunst schwingt hier mit. Und das darf jetzt jemand schnellstmöglich, nicht mehr lange fackeln, schnellstmöglich hinter sich lassen. Denn es zieht Energie. Manchmal vielleicht auch den Geldbeutel ab, je nachdem. So, haben wir denn noch? Ja, ich grabe euch mal ein bisschen ins Bild. So. Wir nehmen mal das Wunschkraft-Orakel, denn wir sind ja bei den Träumen, Wünschen, Zielen, Visionen. Was liegt denn hier auf dieser Verbindlichkeit, sage ich jetzt mal? Wie gesagt, es kann Beruf, Berufung sein oder eben auch die Liebelei. Ups, das war jetzt mein C. Sorry, Leute. Das Stativ macht sich hier einfach breit. Paper Aeroplane, also der Papierflieger. I am free to make my wishes come true. True. Tree, ja, Tree auch, Baum. Also jemand macht sich frei. Die Zahl 20 ist die Öffentlichkeit, der Park. Jemand kommuniziert etwas öffentlich, dass es so nicht mehr weitergeht. Hatten wir kürzlich auch. Also jemand sagt jetzt, mein Wunsch ist, go free. Fly free oder irgendwie so, ne? Free Spirit. Die Zahl 27, send a letter to the universe. The world loves me. Also die Welt liebt mich. Ich liebe die Welt. Ich sende meine Gebete ans Universum. Also die Manifestation, die Wünsche. Ich möchte jetzt meinen Traum, meinen Visionen folgen. Die Zahl 27. Ja, ist der Brief nochmal selber. Passt. Sehr schön. Hier haben wir es gut.
guckt mal das an. Vielleicht möchte dir auch jemand die Nachricht senden, dass man mit dir jetzt eben die frostige Stimmung hinter sich lässt mit der Zahl 17. 17 ist im Lenormand-Deck, sind die Störche. Die hatten wir jetzt hier nicht dabei. Nee, die waren letztes Mal auf dem Kopf. Die Veränderung möchte jemand annehmen, nämlich freeze it hinter sich lassen. I freeze what I no longer want. Also man lässt hinter sich oder friert eben ein oder entsorgt auch etwas, was nicht länger dienlich ist, was man nicht länger benötigt, braucht oder auch Beachtung schenken möchte. Übrigens, Quersumme von 17 ist 8, das wäre der Sarg, den haben wir ja darunter. Also, und 2 ist Happiness, Glück, Hoffnung, wenn wir das noch als Quersumme nehmen. Und die 27 wäre die 9. Es wäre die gute Zeit, die Zufriedenheit, die Treffen, die Dates, das Strahlen, die Freude mit den Blümchen. So, ich würde sagen, noch ein Rühnchen. Sind wir schon wieder bei 30. Oh, ich muss jetzt wieder kürzere Orakel machen. Also das ist echt... Oh, ich kann so viel erzählen. So, einmal gut umgerührt, nicht geschüttelt. Welche Rune ist hier drauf? Ja, die Fehu. Also heute geht's hier feurig zu. Die Fehu heißt Wohlstand. Was eventuell mit Anstrengung verbunden ist. Also Wohlstand oder auch die Hochzeit sehe ich hier. Den Ehestand. Ja, vielleicht geht es hier wirklich auch von einem oder anderen in die Ehe. Oder eben zumindest in eine feste Verbindlichkeit, Verbundenheit, Verantwortlichkeit oder auch Partnerschaft. Die feurige Energie, also man möchte jetzt wirklich Tatkraft walten lassen. Nicht nur Gedanken oder Worte, sondern schon einen Schritt weiter gehen. Den dritten Schritt, nämlich jetzt endlich mal vorangehen. What do you want? Make it, do it, yet. Also jetzt tun, nicht nur lange fackeln oder nicht mehr lange fackeln, sondern wirklich jetzt los geht's. Sattel die Hühner oder sattel die Rösser und auf geht's nach vorne. Was willst du, wohin möchtest du und wen möchtest du? Sei mutig, geh auf den Menschen zu. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bedanke mich bei euch für euer Sein, für eure Zeit, für eure jegliche Art der Unterstützung. Liken, teilen, abonnieren, Glöckchen drücken, das unterstützt mich, ja, meine Arbeit oder meine Berufung für euch. Ich möchte auch weiterhin wachsen und gedeihen mit euch. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, alles Gute, tschüssi, deine Orakelnixe.